on the grind. Yeah, I do this all the time. Yo, wake up in the morning, go get a state of mind. I done feel so many times, but I gotta keep trying. I ain't giving up, nigga, put it all on the line. Yo. Ay, caramba! Ja, hallo Leute. Vielen Dank für euren tollen Support. Der Kanal entwickelt sich wirklich prächtig. Ich bin doch überrascht, wie viele Leute sich doch noch nach der alten Mucke sehen. Ich kann einfach mit der Musik der heutigen Zeit, der letzten Jahre, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und höre jetzt seit Ewigkeiten den alten Shit rauf und runter. Und ja, ich bin froh, dass es da immer noch Interessierte gibt. Leute, die mit der alten Musik noch gar keinen Kontakt hatten. Und genau das ist auch das Ziel dieses Kanals. Einfach die alten Tracks der jüngeren Generation wieder ein Stück weit näher zu bringen, damit sie vielleicht einfach für sich selber auch feststellen können, dass all das, was da heute so stattfindet im Deutschrap-Bereich, einfach nur eine Parodie der guten alten Zeit ist. Ja. Also der Deutschrap hat sich nicht so entwickelt, dass er immer besser, besser und besser wurde, sondern es gab so eine Phase, wo so eine Art Höhepunkt erreicht war und ab da ging es eigentlich dann nur noch bergab. Ne? Und ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, was ich hier so poste. Ich kann wirklich nicht jeden Track posten, den ich so posten wollen würde, aufgrund der Copyright-Rechte und sowas. Gibt da einige Tracks, wo das Copyright für YouTube freigegeben wurde, wo man also keine Probleme bekommt. Den Kram werde ich auch alles hochladen. Da ist auf jeden Fall noch eine Menge auf meiner Festplatte, was nur darauf wartet, hochgeladen zu werden. Und ich versuche hier natürlich auch einen geilen Mix herzustellen aus den unterschiedlichsten Rappern. Aber das sind halt so die Rapper, mit denen ich groß geworden bin, die ich mir so gegeben habe. Wir machen einfach mal weiter wie gehabt. Ich hoffe, die Community wächst. Ich werde mich auch zwischendurch einfach mal zu Wort melden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch hier so ein Reaction-Ding draus machen soll, keine Ahnung. Da gibt es schon genug andere Kanäle, denke ich mir so. Ich will ja einfach die Kunst für sich sprechen lassen. Und die Leute, die auch da irgendwie jetzt meinen, ja, guck mal, du machst da Klicks auf den Nacken anderer Leute, du hast da selber nichts geleistet. Ja, ja, ich verstehe schon, was ihr meint. Ihr könnt da auch ruhig ein bisschen rumhaten. Aber ihr müsst ja so sehen, ich will doch einfach nur diesen alten, geilen Shit in die heutige Zeit so ein bisschen wieder überführen, weißt du? Und mir geht es ja nicht darum, jetzt irgendwie auf fremden Nacken da Klicks zu generieren. So, was habe ich davon? Das sind Klicks, die ich da generiere auf YouTube, die kann man eh nicht monetarisieren. Und da kannst du eh kein Geld draus machen. So, also was habe ich denn davon? Ich will einfach nur die Kunst für sich sprechen lassen, die Kunst einfach den Leuten wieder was näher bringen. So, und dementsprechend hört auf, da so rumzuheulen. So, ne? Ich meine, es waren da nur ein paar jetzt, da wirklich rumgeflamed haben, aber Leute, versteht das doch. Mir geht es doch nicht da irgendwie um einen Profitgedanken, dass diese Klicks da mir irgendwas Nützliches bringen würden. So, mir geht es doch nur darum, dass der Kanal einfach wächst, damit immer mehr Leute auf diesen alten Shit aufmerksam werden. Und das kommt ja den Rappern auch zugute. Ja, so, das verstehen die Leute irgendwie nicht so ganz. Ne? Es kommt den Rappern wirklich dahin zugute, man macht ja im Endeffekt, das ist ja wie eine Huldigung an diesen alten Shit. Ja, man macht ja eigentlich Werbung dafür. Ja, so. Oder wie groß ist der Anteil der heutigen Jugend, die gar keinen Bezug zu diesen Jahren des Raps hatte. So. Ja, die denken vielleicht, die hören sich das an und denken vielleicht sogar im ersten Moment, ey, das ist ein neuer Track oder so. Ne? Man muss die erstmal aufklären und denen zeigen, so Leute, früher war der Shit einfach tausendmal geiler und fresher und auch teilweise die Künstler, so, die ich da halt vorstelle. Ja. Einfach, da sind eine Menge Lieder, die heutzutage keiner kennt. So, und ist doch scheiße, so. Wofür wurden diese Lieder denn ursprünglich gemacht? Ja, damit die Leute sich das anhören, so. Ja, und wenn so eine Arbeit nicht stattfindet wie das, was ich jetzt hier mache, so, dann geht der alte Shit verloren, so. Ja, und nur die wirklichen OGs, die ältere Generation, so, wir erinnern uns noch daran. Aber auch für die Leute ist das interessant, weil auch die sich gerne an der Nostalgie erfreuen. Ja? Auch die erfreuen sich daran, einfach mal wieder Sachen zu hören, die sie ewig nicht auf dem Schirm hatten, so sich an diese Zeit zurückzuerinnern. So. Also im Endeffekt sehe ich hier nur Positivität so für alle Parteien. So. Und ich sehe ja keine Nachteile oder dass ich jetzt irgendwie da Profit hier Gedanken spielen lassen würde. Auf keinen Fall. So Leute, es würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr so ein bisschen euren Geschmack mit einfließen lasst, ja, dass wir meinen Kanal hier mit meinem Shit, mit euren Vorlieben ein bisschen kombinieren und lasst gerne in den Kommentaren einfach ein paar Vorschläge da. Ja.
eure Lieblingslieder, so egal von wem, egal wie alt. Wenn ich das nicht kennen sollte, ich höre mir das an. Und wenn ich dann der Meinung bin, ja man, das ist geiler Shit, so sowas passt zu meinem Kanal, dann werde ich das natürlich für euch auch hochladen. Ja? Und so wird quasi mit der Zeit zusammen mit der Community einfach hier ja, so eine Art Schatz sich ansammeln, alter Werke, sodass es auch für die heutige Zeit, für die nachfolgenden Generationen einfach möglichst erhalten bleibt. Das sind einfach künstlerische Werke, die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Thank you.